US-Präsident Joe Biden steht in den USA immer mehr unter Druck. Das Afghanistan-Desaster, extrem hohe Todes- und Infektionszahlen durch Corona, Gesetzespakete, die in der Sackgasse landen und die Situation an der Grenze zu Mexiko außer Kontrolle. Mehr als 200.000 illegale Immigranten kommen jeden Monat ins Land. Grenzschützer wissen sich teilweise nur noch mit Gewalt zu helfen. Steffen Schwarzkopf. Mit allen Mitteln versuchen Grenzschützer, den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Einsatzwagen als nächtliche Barriere und Abschreckung. Doch tagsüber riskieren Menschen immer noch ihr Leben, um von Mexiko aus über den Fluss Rio Grande in die USA zu gelangen. Mehr als 15.000 hatten das zuletzt geschafft, wurden allerdings nahe der Stadt Del Rio festgesetzt und werden nun nach und nach deportiert in ihre Heimat Haiti, Hunderte jeden Tag. Wenn sie mich zurückschicken, werde ich sterben, klagt er. Für Entsetzen hatten diese Bilder gesorgt. Grenzschützer auf Pferden, die brutal gegen die Immigranten vorgehen, ihre Zügel als Peitsche benutzen. Hey, schreit er, deshalb ist euer Land shit, weil ihr eure Frauen vorschickt. Doch die Flüchtlinge aus Haiti sind nur ein Teil des Problems an der amerikanischen Südgrenze. Die Zahlen sind enorm. Mehr als 200.000 Menschen kamen allein im August illegal über die Grenze. In den Monaten zuvor waren es kaum weniger. 1,5 Millionen sind es bislang in diesem Jahr. Es ist die Aufgabe des Bundes, die Grenze zu sichern. Doch die Biden-Administration hat versagt. US-Präsident Joe Biden steht massiv unter Druck. Von der Opposition, aber auch von seinen eigenen Wählern. Selbst rigide Maßnahmen wie die sofortige, ungeprüfte Abschiebung von Flüchtlingen hat er von Donald Trump unternommen. Doch die Lage bleibt außer Kontrolle. Einzelpersonen, aber auch Familien werden sofort ausgewiesen, droht immer wieder der Heimatschutzminister. Die Rückführung der Haitianer mag die Lage in der Stadt Del Rio langsam beruhigen, doch die mexikanischen Behörden warnen, Zehntausende weitere Flüchtlinge suchen sich bereits andere Routen, um in die USA zu kommen.